Menschen in München wird Ihnen präsentiert von der Lejeune Akademie München. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute drei Tage vor dem Oktoberfest mit Manfred Schauer, den ich ganz herzlich begrüße. Und vielleicht dreht er sich auch gleich um, dann erkennen Sie ihn. Aber viele sagen ja gar nicht, hallo, guten Tag, Herr Schauer, sondern viele sagen, guten Tag, Herr Schichtel. Wie oft, so proportional im Jahr, wie oft wird Herr Schauer mit Herrn Schichtel angesprochen? Von Ihnen immer, Herr Schauer, Herr van Hofen, Signalwasche. Jetzt muss ich schon gleich auf dieses Niveau. Nein, aber das interessiert mich wirklich. So proportional, wie viele sagen, Tag, Herr Schichtel? Also wenn mich überhaupt jemand grüßt, was mich überfreut, dann weiß ich ein paar Leute, dass du Schichtel, du bist oder Schichtel, Servus Schichtel ist überwiegt. Schon, oder? Also Sie wachen morgens auf und denken auch, ich bin der Schichtel. Also Ihre seherischen Fähigkeiten in allen Ehren, ich wache morgens auf, super. Und dann denken Sie, ich bin der Schichtel? Nein, nicht. Dann denke ich mir, ausgeschlafen, gut geschlafen, daheim geschlafen, bloß nichts verschlafen. Genau, also wir haben ja jetzt hier auf jeden Fall ein ganz entscheidendes Tuch. Entscheidend. Wie viele wissen ja gar nicht, doch die meisten wissen genau, wer der Manfred Schauer ist. Das ist derjenige, der täglich in 25 Vorstellungen 25 Menschen köpft. Ungefähr, ne? Ja. Was gab es denn da so für eine Situation, an die Sie sich erinnern und sagen, das war schon was sehr Originelles, wie was da abgegangen ist? Auch Sie waren zu einer von denen, der sich dann geweigert hat, auf die Guillotine zu legen. Es war der Bürgermeister von St. Petersburg da Anfang der 90er Jahre. Der war auf der Bühne, hat die Guillotine gesehen, ist über die Bühne abgehauen. Es war der Otto Fischer da, rein körperlich eine Herausforderung, wenn du so 160 Kilo in die Horizontale bringen sollst. Und aber er muss ja nicht mehr aufstehen, er ist ja geköpft. Ja, wir haben ihn dann aber wieder, wir haben wieder aufgerichtet. Und er hat dann als Mitbringsel einen Kopfsalat mit Hirnwurst gekriegt. Heuer neu im Programm übrigens, auf Wunsch, wird auch Hohlraum versiegelt, wer auf der Guillotine liegt, gelegen ist. Und das, den Schichtel gibt es seit 150 Jahren, gell? Ja. Ist eigentlich das älteste Geschäft hier auf der Wiesn? Also auf der Wiesn insgesamt das zweitälteste, Schotten haben wir es älter. Und wir sind der älteste Schaustellerbetrieb, ja, heuer 150 Jahre. Und bemerkenswert, ich weiß nicht, ob ich mir darauf was einbüten soll, ich bin der vierte Prinzipal in diesen 150 Jahren. Ich habe es heuer das 34. Jahr. Das war ja ganz interessant. 1985 ungefähr war es, gell? Da haben Sie das übernommen. Aber Sie hatten ja einen Wettbewerber, der das auch gerne haben wollte. Er weiß es, gut sage ich. Ja, das war damals der Gerd Käfer. Selig, toller Mann. Und wir haben da nicht viel Kontakt gehabt. Bis dahin habe ich im Käfer halb gewohnt, auf der Wiesn bis 85. Und als ich im Februar 84 erfahren habe, dass der Schichtel zum Kaufen ist, weil die alte Frau Eichelsdörfer, die alte Schichtel, nicht mehr respektvoll gesagt hat, nicht mehr weitermachen will und auch keine Nachfolger hatte, da hat sich der Gerd Käfer informiert, genauso wie ihr, wie ich und mein damaliger Partner, über denselben Steuerberater. Dann hat die alte Dame eine Kaufsumme genannt und mir überlegt, ja, kann man machen. Wie hoch war die ungefähr? Ja, ungefähr so. Ach so. Also ein fünfstelliger oder sechsstelliger Betrag? Also 12-stellig war es nicht, aber es war ein sechsstelliger Betrag. Immer oben. Aber D-Mark damals ja noch. D-Mark. Und es ist so, dann haben wir uns geeinigt, okay, das Risiko gemein, das wirtschaftliche Kosten, die können wir stemmen. Und dann waren wir an einem Montag im Sommer 85 bei der Dame und haben gesagt, liebe Frau Eichelsdörfer, wir wären bereit. Sagt, Joey, ihr kriegt es. Oha, was ist los? Der Herr Käfer war gestern da mit dem ganzen Bargeld. Und ich sage einer, wer am Sonntag mit so viel Bargeld rumläuft, der ist nicht seriös. Dabei hat er einen riesigen Namen in der Stadt, ne? und hat sich auch bewährt als Gastronom. Absolut. Aber ja, das, abgesehen von den Finanzen, wo wir Käfer sowieso nicht dran gekommen wären, ich habe 1983 in der Ballwirtschaft schon Theater gespielt. Das Gagfighting-Theater mit dem Titel Du sollst nicht fernsehen.
Ganz schlecht. Eigentlich gehören sie gar nicht in die Sendung. Eigentlich können wir alle zwei nicht in die Sendung, glaube ich. Keine Kamera ausmachen. Ja, Kamera weiter. Und es ist so, dass wir damals so aus einem Lokalblattl so eine Anzeige hatten, also Foto, Reportage, dass wir es ganz nett machen. War übrigens Christine Neubauer noch in der Schauspielschule und bei uns zum ersten Mal früher 83 in der Barbie auf der Bühne hat sie mitgespielt. Und mit dem Zettel bin ich zu Frau Eichelsdörfer, dann war ich so semi-legitimiert und dann über das Geld geredet. Ja, und dann hat sie gesagt, gut, wir können ins Geschäft kommen. Das Geilste dabei ist aber, das Allergeilste, ich war vorher nie im Schichtel, ich war nicht vorm Schichtel, null Ahnung, aber gekauft. Naja. Aber muss man sich da nicht auch mit der Stadt irgendwie einigen? Die müssen die da nicht auch sagen? Schritt für Schritt. Schon, oder? Nachdem ich die Zusage hatte von der Frau Eichelsdörfer, dass sie mir das Geschäft anvertrauen würde, du kannst alles auf der Wiesn kaufen. Sie können Riesenrad, Bavaria nicht, aber sonst alles kaufen, aber eine Zulassung kriegen. Also habe ich mich mit diesem besagten Zeitungsausschnitt bei der Behörde beworben und habe gesagt, okay, ein Jahr zur Probe. Mhm. Entsprechend war auch der Kaufvertrag mit Rücktrittsklausel. Und dann, wie es der Teufel will, es war pures Chaos. Pures Chaos, die ersten 4 Tage, von nichts Ahnung. Habe ich heute immer noch nicht, aber entspannt man es nicht mehr. Aber was sind Sie denn dann eigentlich? Moderator, Entertainer, Tausendsasser? Rekommandeur. In der Fachsprache heißt Rekommandeur. Das ist der, der vorne steht und aber auch Animateur, oder? Quasi auch, ja. Ja, ich muss die Leute ihr Interesse erzeugen, dann, das und dann überzeugen. Und dann halt ist das Problem, wir haben 4 Treppen. Sie glauben gar nicht, was 4 Treppen ausmacht, wenn die Leute vor anderen zuerst 4 Stufen hochgehen sollen. Das ist die richtige Hemmschwelle. Ja, ja, klar. Und da haben wir so kleine Tricks, das machen wir, wenn Freunde da sind oder auch Sie, einfach vorweggehen, dann laufen andere hinterher. Das zieht dann ein bisschen. Aber das lernt man im Laufe von vielen, vielen Jahren. Was gibt es denn da noch für Tricks? Also ich meine, wenn man sie da beobachtet und sich überlegt, das macht er 25 Mal. Ein Auftritt dauert ungefähr? Draußen circa 5 bis 6 Minuten, innen 13 Minuten. Das heißt, wir haben in 2 Stunden 5 Stunden komplette, innen mit außen. Wie kriegt man die Leute hoch? Was ist sozusagen der Trick? Oder die Kunst, dass plötzlich sich die Welle nach oben bewegt, die Leute Tickets kaufen und zu ihnen ins Varieté-Theater gehen? Einfache Frage, schwierige Antwort oder umgekehrt. Vielleicht ist die Antwort leichter wie die Frage, weil es ist was für Sie. Ja, war jetzt nicht besonders schwierig. Wir können jetzt über den intellektuellen Austausch reden. Nee, aber die Antwort würde mich schon interessieren. Also, weil wir sind da ja Spezialist. Es ist so. Was wir machen, ist unterm Strich naive Kunst. Wir haben jährlich 2 neue Nummern. Traditionell seit 1872 die Enthauptung. Viele sagen, ich war ja schon drin. Also, das ist das Allerschwerste, die nochmal reinzubekommen. Und da ich seit 25, 30 Jahren sehr, sehr ähnliche Sprüche draußen habe zu der Musik von Blues Brothers. Das ist für mich Adrenalin pur. Und wir aus Leidenschaft da draußen sind. Mein feines Händchen, mein gutes Händchen ist nicht nur Nummern spielbar machen, die 400 Mal machbar sind, sondern auch eine Sozialgemeinschaft bei uns im Aufenthaltsraum zu schaffen, die heißt Puma-Käfig, dass wir miteinander können. Mhm. Und das ist so wichtig. Wenn Sie ein, zwei Querulanten, das stört das ganze Betriebsklima. Und das, was wir einfach immer wieder haben und wo ich stolz drauf bin, tolle Leute zu finden für Schichtelkabinett, wo bei uns die Chemie stimmt, dass wir Spaß haben und die Leute merken, an dem Spaß wollen wir mitmachen. Aber ich meine, man kann das ja, wir gehen gleich nochmal zum Schichtel hin, aber man sieht es ja manchmal, dass da also wirklich Hunderte von Leuten stehen und ihnen dazu gucken, wie sie da auf Neudeutsch performen, wie sie da also sozusagen auftreten und die Menschen in ihrer bayerischen Art, Lederhose und Münchner sind sie ja nicht, sind ja erst dazugezogen, aber eigentlich überzeugend, die Leute da zu bewegen. Herr Vanhoven, Sie gestatten mir einen verbalen Interruptus, wo sind Sie her? Ich bin aus Hamburg. Schauen Sie, wo sind Sie? Und wo sind Sie her? Ich bin geboren in Weißenburg, aber lieber in Weißenburg geboren als in Hamburg abgetrieben. Ja.
trifft ja auf niemanden von uns. Beide sind wir beide nicht. Überlebende. Wir sind beide Überlebende. Trifft ja auf uns beide nicht zu. Ja. Aber dieses dort Auftreten ist ja auch was, hat ja was Schauspielerisches, ne? Animateurhaft Schauspielerisches. Und ich könnte mir vorstellen, dass man, gucken Sie überhaupt, wer da steht? Oder haben Sie da so ein... Ja, das ist wirklich Waschkühe. Das ist Kopfsalat. Bei starken Tagen ein paar hundert Leute. Wenn es regnet, das ist richtig schlecht und auch noch kalt ist zum Schluss, da machen wir für 5-6 Leuten Parade. Wir spielen auch drin für 5-6 Leuten. Man muss einfach das Tempo durchziehen, wie beim Marathonlaufen. Wenn man eiert, kommst du aus dem Takt. Und das ist bei uns schon sehr wesentlich, dass wir immer, und da ist wieder die Kollegialität bei uns so gut. Dieses Zusammensein, das Schichtelkabinett, ich freue mich auf die Leute. Wir sitzen miteinander. Wir haben heuer zum ersten Mal geprobt vor der Wiesn. Proben noch einmal, zweimal haben wir schon. Und das ist einfach schön, man sieht sich gern. Mhm. Egal wer von euch wo was arbeitet, Leute. Das kennt jeder. Du gehst morgens in die Arbeit und freust eigentlich den nicht. Der Meier regt dich auf, Turberinsch bin sowieso und jetzt muss ich mit denen einen Tag verbringen. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Allerdings 16 Tage sind nicht zu werten wie ein ganzes Arbeitsjahr, aber so intensiv. Auf ein paar Quadratmeter, 11 verschiedene Menschen. Und da kann ich noch einen guten Rat geben an alle. Diese handyaffine Zeiten, in denen wir leben. Ich habe jetzt in die Verträge reingeschrieben, seit 2 Jahren, absolutes Handyverbot im Aufenthaltsraum, Puma-Käfig. Zuerst, oh nein, und ich muss ja. Nichts müssen's. Die Stimmung war wieder besser. Die Laune hat Witze gemacht. Man hat sich angeschaut, du gehst da heute nicht gut oder super schaust aus oder hast nur Laune und Lust. Das merkt man nur, wenn man jemanden anschaut. Und nicht, wenn ich nur da, man schreibt sich, man sitzt gegenüber und schreibt am anderen, was machen wir heute Abend. Da kommt der Traditionalist-Schauer durch. Und da weiß man ja von Ihnen, dass Sie auch so ein bisschen kritisch diesen Getriebe hier auf dem Oktoberfest entgegenstehen, also gerade was so auch Kleidung anbelangt. Ne? Das ist doch etwas, was zu Ihren Top-Themen gehört, wenn Sie sich so umgucken und sich anschauen, wie die Leute sich fürs Oktoberfest anziehen. Gewandten. Warum eigentlich? Also warum ich das tue oder warum es die Leute machen? Warum sie das aufregt? Wer hat jetzt gesagt, das regt auf? Niemand. Sie haben selber gesagt, beäugt. Kritisch beäugt, nicht aufregt, weil das ist es gar nicht würdig, sondern es ist ein Volksfest. Die Tracht auf den Volksfesten werden immer mehr. Das ist eine spezielle Mode geworden. Und der uralte Spruch, wie typisch Schichtel, wenn du da die Verkehrte zu lang anschaust, kriegst du nicht Hauthämorrhoiden. Mädels, ich sage euch was. Jetzt hat die Kamera gewackelt, weil der nix. Flo, der Kameramann, gelacht ein gutes Dirndl gehört unterhalb die Knie oder über mein Bett gehängt. So einfach ist so gut. Das ist aber jetzt der Mega-Macho-Spruch. Ja? Ja. Mega-Macho-Spruch. Aber warum? Ihr seid neidisch, ja? Wollt ihr sowas nicht rein? sowas würde ich mit 4 Frauen zu Hause mich nicht trauen zu sagen. Und ich würde es auch nicht wollen. Das ist schick, ey. Ja. Aber. Was würden Sie nicht wollen? Das zu sagen. Sich nicht trauen oder sie nicht sagen wollen oder gar nicht auf die Idee kommen? Nein, ich würde es nicht sagen wollen. Weil, und dann würde ich natürlich auch nicht auf die Idee kommen. Weil das ist sehr macho-mäßig. Und darum ist es gut. Ich habe mal gehört, Machos haben Angst. Ja, dann ist er Macho. Ja, der Macho hat Angst. Der Macho hat Angst. Dann fange ich sofort an, mich zu fürchten. Ja. Wenn mir jemand sagt, für was tue ich es? Nee, aber... jetzt frage ich mich natürlich, der Schichtel, ja, wenn es so ein altes Traditionsgeschäft ist, warum gehen Sie da nicht auf die Eudewiesen? Da gehören Sie doch eigentlich hin. Auf die Wiesen wird man, da geht man nicht hin, da wird man bestellt, Plätze werden zugewiesen. Ja. Und als das 2010 losging, waren wir nicht einmal im Gespräch, aber ganz ehrlich, wir haben uns da etabliert, es ist zwar nicht die Top-Lage, aber es zwingt mich niemand, überhaupt hier zu sein. Wir haben uns etabliert. Wir haben einmal keine leichte Nachbarschaft, egal. Aber wir sind von der Außendynamik zu viel für die alte Wiesn. Von und was? Mit, von, ne? Von der Außendynamik. Außendynamik. Also wie wir uns da präsentieren auf der Parade. Aha. Das zum einen. Und dann jetzt die Gastronomie dabei mit dem ausschließlich Hermannsdorfer Fleisch, Wurst und Brot, was sehr gut funktioniert.
sind wir auch zu platzintensiv, dass das auf die alte Wiesn gar nicht passen wird. Aber wenigstens in die Nähe. Wenn man es anbieten würde, wenn man sich da neu irgendwie... Dann würde ich drüber nachdenken, ich würde nicht umschreien und nicht reinschreien. Ich meine, einen klaren Nachteil gibt es, ja, dass man dann eben nur, oder dass man alle 4 Jahre aussetzen müsste. Na, in der Nähe, haben Sie gesagt. Ja, klar. Weil auf die heute alle 4 Jahre aussetzen, geht nicht, weil dann vergesse ich meinen Text. Ja, das ist klar. Ist das eigentlich jedes Jahr der gleiche Text? Weitgehend, also zu 80%. Und darum ist es mir auch so wichtig, Herrschaften, der Fisch fängt immer am Kopf zu stinken an. Das sage ich nicht beim Fischkopf. Aber das bestätige ich als Hamburger. Ja. Aber solange ich so immer identische Texte sage, dann noch wie der Ringo, der seit ersten Tag dabei ist, Künstler teilweise 15 Jahre, 10 Jahre, die bringen jährlich ein neues Programm. Aber ich transportiere es zu wenig rüber. Das ist mein persönliches Unvermögen, weil ich so verliebt bin in die Texte, weil die einfach passen. Sagen Sie mal zum Ringo, was anderes als so schaut Gammelfleisch aus, wenn es noch lebt. Bitte einen besseren Spruch. Der Mann ist, wie alt ist er? Also ich will mal so sagen, ich hatte ja damals das Aussterben vergessen, als der Kometeneinschlag war. Der war in Urlaub. Ich sage, Ringo, wie hast du den Kometeneinschlag überlebt? Und dann erzählt er mir, dass die ersten Außerirdischen gelandet sind vor ein paar tausend Jahren. Wissen Sie, was die zu ihm gesagt haben? Wie lange bist denn du schon da? Das ist Ringo. Wie geht das los? Was sagt der Schauer da oder der Schichtel dann auf der Bühne als erstes? Wie geht's los? Habe die Ehre, steht, dass alle miteinander da sitzen. Und dann spiele ich ein bisschen. Bevor die Musik anfängt, dann bin ich im Takt gefangen. Also das passt auf das Zehntelsekunde. Ein bisschen mit den Leitratschen. Ist jemand da, der heute Geburtstag hat, dann schenke ich mir das Leben oder Eintrittskarten oder ich hole Leute drauf und mache mit einer Rätsel. Einfach habe ich ein paar Fragen mir ausgedacht, die witzig zum Beantworten wären oder nicht. Zum Beispiel? Jetzt mag ich einen, den ich nicht bringe, weil sonst ist hier schon das Volk präpariert. Schade. Woher kommt das Wort Veganer und was bedeutet es? Woher kommt das Veganer? Das Wort Veganer ist eine interessante Frage. Da ist er von mir. Das ist eine von Ihnen. Der Mann, ich habe letztens mich mit Markus Lüppertz unterhalten. Der hat hier im Haus der Kunst eine Ausstellung. Hat er mir erzählt. Und der ist auch sehr von sich überzeugt. Also ihr beiden würdet euch vielleicht sehr gut verstehen oder auch gar nicht, das weiß ich jetzt nicht. Aber gut, aber die Frage mit dem Veganer, ich kann sie nicht beantworten. Kommt aus dem Indianischen und heißt zu blöd zum Jagen. Na gut. Aber die Frage stelle ich nicht. Die Frage, aha, gut. Aber wir müssen wirklich mal gucken, was Veganer heißt, ne? Oder wo es herkommt. Also der wahre Veganer hat er keine Lederschuhe an, hat keinen Ledergürtel. Genau. Der dürfte theoretisch auch keinen Sex haben. Also wenn ich aufs Fleisch verzichte, sonst ist es diskriminierend, wenn ich die Viecher ausspare und die Frau nicht. Okay, ich hole jetzt mal mein Handy raus, weil ich habe auf dem Handy, habe ich mir heute Morgen Fragen überlegt. Jetzt bin ich am Punkt, wo ich mir eine Frage überlegen muss. Kann ich Ihnen helfen mit ein paar Fragen? Ja, warten Sie, aber ich hab schon viele Fragen gestellt. Ja, genau, das ist eine wichtige Frage. Wie schwer tun Sie sich wirtschaftlich? Es ist schwere Arbeit, die sich wirtschaftlich rechnet in Kombination mit der Gastronomie. Und dazu, ich habe mein Geschäft 30 Jahre in der Großmarkthalle gehabt und auch nicht umsonst gearbeitet. Was für ein Geschäft? Im Blumengroßmarkt im Bereich Tannengroßhandel mit, ich habe es mit grüne Löcher genannt, Friedhofsgrenze, Adventgrenze. Auf dem Lieferauto ist gestanden, keine Trauer ohne Schauer. Und das habe ich über fast 30 Jahre lang gemacht und da habe ich nicht umsonst gearbeitet. Und das ist so, da oben, wenn ich rechne jetzt, kalkuliere jetzt und wenn Wiesn vorbei ist, reden wir ab. Aber während sind die Leute da und jeder so spannend, dass ich mich freue, dass er da ist. Aber ging es ohne die Gastronomie? Könnte man den Schichtel ohne die Gastronomie machen? Ja, aber anders. Wir sind 11 Talente, 11 Leute. Mit dem Zelt, mit Kronleuchter innen, mit Holzboden. Die Leute, es kostet zwar nur 6 Euro, Erwachsene 3 Euro, Kinder. Trotzdem, die sollen was haben. Das ist mein persönlicher Anspruch, soweit ich das von der baulichen Seite leisten kann. Wenn Sie da draußen stehen und diese tolle Animation machen und die Leute also begeistert sind von dem, was der Manfred Schauer, Klammer auf, Schichtel da
produziert auf der Bühne. Und dann reingehen. Gibt es Leute, die rauskommen und sagen, jetzt bin ich aber enttäuscht, die Performance vom Schichtl war so toll und das, was ich da drin gesehen habe. Jetzt pfeift das Mikrofon. Hallo? Die kommt nicht, ja? Nein, irgendwas ist hier am Ohr. Okay, ich wollte ja nur mal hören, ob das im Bereich des Möglichen ist. Nein, also das war jetzt ein richtig erlösender Tinnitus zur rechten Zeit. Ich habe das leider nicht verstanden, was Sie gefragt haben. Also, soll ich noch mal fragen oder wollen wir das Thema wechseln? Machen Sie, was Sie wollen und ich tue es auch. Ja, schon, dann stelle ich die Frage noch mal. Nein, gut. Aber was bieten Sie denn in Ihrem Restaurant an? Ist das irgendwie was Besonderes? Ist das gesund? Kann das mit irgendwas konkurrieren? Oder ist das so? Nein, also wir haben Fleisch, Wurst und Brot ausschließlich vom Hermannsdörfer. Und okay. Es hängt eine Tafel drin. Bei uns Essen ist gesünder wie woanders Fasten. Und also, Hermannsdorf ist natürlich eine gute Adresse. Das ist ja. Also es gibt andere Betriebe auch. Ich glaube, die Ochsenbraterei, die auch Teile von Hermannsdorf haben. Aber wir haben nur Hermannsdorf. Die haben einen Filetsteak in der Ochsenbraterei. Das ist zum Niederknien. Oder auch die Bäckchen. Oh. Sie genießen für Bäckchen und Steaks nieder. Ja, das ist... Das ist ein Fetisch. Aber weil es so gut ist. Das ist wirklich... Sagen Sie mal, Sie kommen ja überhaupt nicht raus da vom Schichtl. Gell? Sie kennen das Oktoberfest gar nicht. Nee. Sie sind eigentlich da. Ich war noch nie auf der Waldner Wiesn. Auf der alten Wiesn? Wann? Ja, sehen Sie, aber wenn Sie da mal gewesen wären, dann wüssten Sie, wie nett das da ist. Ja, wenn die von der alten Wiesn beim Schichtl wären, dann wüssten die, wie nett das da ist. Es ist eine, das Wort sage ich nicht gern, eine Art Mitbewerb konkurrierend. Da hinten, genau diagonal, ist die alte Wiesn. Ja. Da ist eigentlich mein Stammpublikum, das Stammpublikum vom Schichtl. Hier Russenradl, die tun sich nicht leicht. Und mir da drüben, weiter geht's nicht, wo das traditionell orientierte Publikum ist. Deshalb müsste man das irgendwie zueinander legen. Ich sage ja nicht in die alte Wiesn, sondern zur alten Wiesn. Gerade diese Geschäfte, damit das alles irgendwie wieder beieinander ist, oder? Lieber Herr van Hoven, dass Sie sich jetzt quasi im Semi-Ruhestand befinden, greifen Sie doch in die Organisation von der Intersuff ein. Intersuff, das ist auch ein Begriff, den der Manfred Schauer geprägt hat. Könnt mir vorstellen, dass das der eine oder andere Wiesnwirt gar nicht so gerne hört, wenn Sie damit so in die Öffentlichkeit gehen. Dann kennt er mich nicht und den Schichtl nicht. In dem Moment, wo ich oder wir nicht mehr anecken und nur brav sind, dann würden mich alle fragen, bist du krank? Aber hat noch keiner gesagt, ey, das sagen wir hier nicht auf der Wiesn? Weil doch, die Frau Weißhöppel seiner Zeit, die hat da schon Geschichtl nicht so laut, hat sie viel gesagt. Jetzt gehen wir mal zum Schichtl und schauen uns an, wie weit ihr seid. Und ob das was wird bis zum kommenden Samstag. Motiviert geht es weiter mit Menschen in München, präsentiert von der Legion Akademie. Menschen in München mit Jörg van Hoven. Herr Schauer, wie fühlt man sich jetzt so, wenn man so 20 Meter vor seinem Zelt steht und dass es aufgeht beim Schichtl? Was ist das für ein Gefühl? Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Ich freue mich richtig auf die Leute, auf meine Mitarbeiter, auf die Stimmung, auf das Publikum. Ich freue mich. Und war das eigentlich immer so von außen? Sah das immer so aus? Oder haben Sie da im Laufe der Jahrzehnte irgendwas geändert an dem Schiff? Sehr früh haben wir was geändert. Das waren zwei Änderungen. Die erste war Ende der 80er Jahre, als wir das Theater umgebaut haben, dann auch die Fassade. Und dann, als die Gastronomie dazugekommen ist, haben wir das Theater um 90 Grad geschwenkt in die Tiefe, daneben Gastronomie. Und neu sind die Fahnen und die Beschriftung für heuer. Und drinnen passieren noch ein paar Deko-Geschichten. Aber die Dame, die saß da immer schon so leicht lassiv. Ja. Wer ist denn das? Tja, also ich kann es so beschreiben, das am Buckel, das sind Kotflügel. Die Amis sagen dazu Shitwings. Ich kann's. Bitte, hat die von Ihnen noch keinen Namen gekriegt, die Lady? Nein, aber... Ich werde drüber nachdenken. Da sollten wir jetzt einen Namen. Die Schichteline.
Ach, das ist doch, das ist so Schichteline. Ja, machen Sie das. Das sind ein bisschen so an die früheren Klofrauen. Also an die Symbole, die auf diesen Topfhocken mit dem 00. Kennen Sie das? Ja, kenne ich. Ach so. Das war so ein bisschen Anlehnung. Aber dann könnte man einen falschen Eindruck von Ihrem Zelt bekommen. Scheißladen, dass man so. Quasi ein Scheißladen. Genau, dass man den Topf und den Hintern schraubt. Ja, das aber. Und seit 1969, ja, das sind 1869. Das sind also jetzt 150 Jahre tatsächlich. Super. Also es steht da und Sie können das rechnen, Herr van Hoven. Ja, ich hätte mich fast verrechnet um 100 Jahre. Nein, ist schon super drauf. Ja, ist Qualitätsjournalist. Mhm. Wenn die anderen in Urlaub sind, einsame Spitze. Genau. Ein frecher Kerl, Schauer. Aber ich stehe ja kurz vor der Pensionierung. Da hält man das aus. Und Gastronomie, wer passt da eigentlich auf an der Tür? Was sind das für Menschen? Gutes Stichwort. Das sind Wachleute, wie sie alle Zelte haben, Wachleute. Ich hasse den Begriff Türsteher. Draußen auf der freien Welt ist mir das egal, aber wir haben Wachleute und wenn voll ist, ist voll. Da kommen dann welche daher, nur zwei Weißbier. Und dann macht man die Anfangsfehler, lassen, der ist nach dem achten Weißbier immer noch da, sturzbesoffen und vielleicht sogar unangenehm. Aber es sind Wachleute, die darauf achten, dass Leute, die reserviert haben, ihren Platz bekommen, dass man manche, wenn sie ein bisschen aus der Fasson geraten, beruhigt werden. Und da geht es nicht, du schaust so aus. Nein. Das ist eine ganz liberale Angelegenheit, so ein Bierzelt. Aber es gehört einfach bewacht, beobachtet, aufpassen. Aber man hat schon das Gefühl, dass manchmal so in die Zelte Leute reinkommen, die vielleicht doch eine Beziehung haben. Herr van Hoven, wenn Sie jetzt für die Wiesn 20 reservieren und kriegen in jedem Zelt einen Tisch, dann ist das keine Beziehung, dann ist das eine Planung. Also, es ist. Das ist jetzt die offizielle Version. Jetzt reden wir von der. Von der inoffiziellen? Ja. Die kenne ich nicht, weil wir nicht anders machen. Kennen Sie den Pinocchio? Hatte gerade das Gefühl, ja. Ist ein Stückel gewachsen. Aber also, es gibt die hanseatische Abart von Pinocchio, der wächst nach oben. Ja, die kenne ich nicht. Ja, wenn wir in den Spiegel schauen. Die haben wir gerade erfunden. Ja. Also, ist also keine Klofrau. Würde ich nicht machen. Ja, mach auch nicht. Ich könnte das machen. Ich will jetzt, dass Sie da einen Namen für haben. Jetzt ist jetzt sagt ein historischer Moment. Wie nennen wir die Dame, die Rosi. Da Rosemarie, weil die wegen einem Skandal. Ah. Und da steht 1869, steht 32, 16, 8 auf. 32, 16, 8 statt 1869. Ja, und sie ist nackt. Also von daher Skandal um Rosi. Also ganz unbetucht ist sie nicht. Naja, aber ziemlich. Also es ist ja also ein starker Windhauch. Und, also ihre Fantasie die ist jetzt nicht ganz, naja. Ja, was ist denn das? Was hat sie da eigentlich rosa an? Fahnen und die hat sich halt ein bisschen bedeckt. Und vor allem, sie zeigt uns ja die kühle Schulter. Ja. Also was sie natürlich, ich kenne ihre Neigungen nicht, hier alles dem Bild entnehmen. Also wenn Sie nur erklären, dass das ein Feuchtgebiet ist, dann drehe ich durch. Jetzt wechseln wir das Thema. Wirtshaus im Schichtel. Also Wirtshaus ist ein bisschen hochgegriffen, oder? Wirtshaus. Hätten Sie gern Schichtels Abfütterungsmaßnahme? Wirtshaus. Also nette Schenke. Da wird nichts hergeschenkt. Da fällt nur noch, dass ich so eine nette Geschenke. Was für ein Kostenmaß bei Ihnen? 11,40. Das ist nicht teuer, es ist bloß zu wenig Bier drin. 11,40, mein lieber Mann. Ich war jahrelang der günstigste, jahrelang. Ich habe 2006 sogar das Bier billiger verkauft wie 2005. Ah, das ist es, ja jetzt es, auch schon 20 Jahre her. Es ist 13 Jahre her, macht nichts. Aber es dankt einem keinen. Und es wirklich, die Gastronomie stützt das Theater. Und darum bin ich heuer im Mittelfeld mit 11,40 €. Zwar ein Riesensprung vom letzten Jahr. Nicht meine Intuition, teuer zu sein, aber auf der Wiesn. Wo waren Sie letztes Jahr? 11,70. 10,70, sorry. 10,70 und wir waren die günstigsten auf der Wiesn. Und jetzt 70 Cent mehr? Ja. Boah. Aber nicht mehr Bier drin.
Nicht? Nein. Geht nicht. Ja, ihr könnt, man könnte ja. Jetzt von Gier reden, noch, oder? Noch ein kleines Glas zusätzlich aus. Herr Van Hoven, wenn Sie so weitermachen, in Ihrer Familie gibt es bald einen Todesfall, aber Sie stehen nicht am Grab. Jetzt wird es schon langsam unangenehm. Nein, weil er hat ja immer noch, kann immer noch einen draufsetzen. Das finde ich an ihn so bewundernswert. Also ja, aber die Pässe, die Sie spielen, da kann man nicht anders. Ja, aber es ist, also man kann ja auch einen Rückpass spielen und dann kommt trotzdem noch mal was von Ihnen. Das ist, provozieren heißt, die Leute denken lassen. Ja. Haben Sie jetzt viel nachdenken müssen in der Sendung? Ich darf vorstellen, Jörg Van Hoven, der Mann, der lernt gerade, dass Vordenken manchmal besser ist wie Nachdenken, weil viele haben schon Probleme beim Mitdenken. Und ich bin nicht einmal verstanden, wenn ich nichts sage, ich bin nicht einmal beim Schweigen verstanden. Das sind so die Sachen, die kann er abrufen. Da hat er irgendwie so eine Schublade. Sie brauchen einen neuen Internisten oder einen anderen Veterinär. Aber das sind so zu jedem, das finde ich auch bemerkenswert, zu jeder Situation die richtige Schublade ziehen und den Spruch rauslassen. Das sei mir die Schlussbemerkung erlaubt. Für mich sind Sie keine Situation, Sie sind eine vorübergehende Erscheinung. Sind wir doch alle. Ja, zu Gast auf diesem Planeten. Oder? Das wäre ein Slogan Englisch für die Planetarier aller Länder, verweigert euch. Wieder so ein Planetarier. So, was wollte ich jetzt noch fragen? Was steht hier? Was nervt Sie zur Wiesnzeit? Die Reporter vor der Wiesn? Nein, überhaupt nicht. Nein, mich freut sehr, dass Sie sich für den Schichtel interessieren. Ist ein hartes Geschäft. Also Disneyland hat aufgegeben, die haben mich nicht verstanden. Wie? Ach so. Nee, da waren sie ja nicht. Aber das wäre doch mal eine Überlegung, den Schichtel Disneyland zu bringen, nach Florida oder Kalifornien. Disney World. Wir sind bezahlbar, aber nicht käuflich. So viel Geld haben die nicht. Also jetzt wird die Nase wieder ein Stück länger. Und er schon, hier kann ich nach oben hin. Wieso denn nicht? Lüft auf. Sie machen doch die Statements, die es zu hinterfragen. Ja, wir stellten die Fragen. Ja, ich. Ja, eben. Passt nicht, dass ich reagiere. Also ich habe keine Fragen mehr. Sie sollten sich mal einen im Schauerstoffzelt raussuchen, der sagt nichts mehr. Im Schauerstoff? Schauerstoffzelt. Wo ist das? Hier? Ja. Komm, wir gehen jetzt mal auf die Bühne. Was kostet ein Ticket? 6 €. 6 € Erwachsene, 3 € die Kinder und Familientag in Euro weniger. Und wenn ich schon mal hier war, wird es dann günstiger? Täglich wechselt die Qualität. Täglich wechselt die Qualität. Ja. Nee, obwohl, Sie sind eigentlich immer sehr gleichmäßig, oder? So die 25 Mal am Tag. Ich glaube schon. Mal 16. Nicht nur ich, wir sind 11. Ja, ja. Ja, ganz großen Wert drauf. Das ist auch anerkennenswert, dass Sie immer wieder über Ihr Team sprechen. Kabinett. Über Ihr Kabinettsteam. Kein Team. Kein Team? Kabinett. Och, natürlich, Team ist... In Ihrer, als Legastheniker dürfen Sie das so verwenden. Das war ja jetzt auch wieder frech. Aber wahr. Ja, wie schreibt man denn Superkalifragilistik expialigorisch? So wie man spricht, ganz einfach. Ja, sprechen Sie es nochmal. Super kalifragilistisch, expialigorisch. Ja, und wie schreibt man das? Genau. Ja. Wenn Sie jetzt den Kugelschreiber... Die Rechtschreibschwäche ist ja da. Nein, ich bin Linkshänder. Echt? Ich schreibe links, darum kümmert mich die Rechtschreibung nicht. Schreiben Sie echt linkshändisch? Das kommt darauf an. Wer gerade einen Brief kriegt von mir? Denn Sie gehören auch zu der Generation, die man da umerzogen hat. Die haben mich nicht erwischt, die wollten schon. Aber am PC schreibe ich beidhändig. Weil Sie so selten in der Schule waren, haben Sie sie nicht erwischt. Dann machen Sie Fernsehen und ich die Witze, da fahren wir alle zwei besser. da habe ich Sie jetzt getroffen. Also pass auf, jetzt machen wir weiter. Wer sitzt da in dem Stuhl? Wir, zu zweit. Ja, komm, setz dich mal rein. Liebe Kinder, jetzt kommt eure Sendung. Genau, jetzt einfach mal erzählen, wie die Leute hier begeistert werden. Liebe Müncherinnen und Müncher, liebe Wählerinnen und Wähler, wenn Sie die Wahl haben, muss es nicht die Qual sein. Nehmen Sie Ihre Füße, laufen Sie damit zum Schichtel. Hier erleben Sie Dinge, die es gar nicht mehr gibt oder bald nicht mehr gibt.
Zu uns kommen Fernsehsender aus der ganzen Welt. Sogar aus dem Münchner Norden kommen sie jetzt zu uns, um sich erklären lassen, was hier passiert. Ich weiß es jetzt noch nicht. Ich kann es Ihnen sagen, am 7. Oktober, was wir 16 Tage lang gemacht haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war Radio Schichtl. Sie können jetzt den Fernseher schließen. Das Beste haben Sie gesehen. Nein, anlassen, unbedingt. Lassen wir uns mal hier reingucken. Was ist denn da los? Das ist der Puma-Käfig, Aufenthaltsraum. Und danach können wir auf die Bühne, oder? Ja. Komm, wir müssen uns das mal angucken hier. Ja, die Conny Berke, die Geschäftsführerin der Gastronomie, ja? Ja. So ist das. Ist das jetzt, wir haben, das ist eine ganz ehrliche Sendung. Ja? Wir reden ganz, ganz ehrlich. Wie schwierig ist es, mit dem Mann zusammenzuarbeiten? Es ist nicht einfach. Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ich mache schon 12 Jahre und ich kenne ihn schon ganz gut, ja. Also Herr Schauer, eins muss man ja lassen, Sie haben ehrliche Mitarbeiter. Ja? Das ist gerade mal wieder, es spricht für Ihre Qualität des Personalaussuchens. Ja, also Ehrlichkeit muss ganz oben sein. Ja. Wenn man sich hier schön tut und dann nicht passt, und wie ich zuerst gesagt habe, wenn wir morgens in der Arbeit kommen, man freut sich, ob ich jetzt hier durch die Gastro reinkomme, die Conny oder Kellner sehen, Schankkellner, meine Mitarbeiter, servus, guten Morgen, wie geht's? Freuen Sie sich da auch das, morgens? Oder nein, die freuen sich abends, wenn ich gehe. Nein, ist schon immer schön. Wir sind eine Familie, muss ich sagen. Also wir sind nicht wie die anderen Bierzelte, sondern ich habe wirklich das Personal schon seit ich da bin, 10, 12 Jahre, immer die gleichen Bedienungen und die kommen alle gern immer wieder. Und die sagen halt, bei uns ist es anders als wie in den anderen Zelte, weil es familiär ist halt. Ja, man muss sagen, das muss ich, entschuldigen, wenn ich die unterbreche, es ist ein Nebenzelt anders wie in den anderen. Also, ja, also alle geben sich Mühe. Eine Familie sind, sage ich einmal, ja. Das sagen alle. So, jetzt, das war die eine Version. Gucken Sie nicht so streng. Nirgends gibt es so viel Inzucht wie bei uns. Das ist das Familiäre. Jetzt guckst du streng, wenn ich jetzt noch eine falsche Sache sage, dann wird er ganz böse. Aber wann nervt's? Wann nervt's? Jetzt hat sie Angst. Nein. Wir haben immer unser kleines Problem, ein bisschen Lautstärke hin und her natürlich. Also bei uns, intern, nur im Toben die Leute, die sind halt laut, die Musik spielt. Drüben muss man halt schon Rücksicht nehmen, wenn wir das Theater haben. Keine Frage, aber ich glaube, das schaffen wir auch. Ach so, die Musik, die hört man dann im Theater. Und das ist natürlich ja. Schallschutzwände, Herr Schauer. Haben sind wir da? Und es reicht trotzdem nicht. Das werden wir heuer testen, ja. Neu angeschafft, für so, viel Geld. Ja. Ah ja, dann, obwohl manche kommen vielleicht ins Theater, weil sie beides zusammen hören wollen. Die paar Hamburger, so viele Hamburger haben wir nicht, die sich das antun. Es war ein echtes Vergnügen wieder, mich mit Ihnen unterhalten zu dürfen. Ich wünsche euch ganz viel Freude, die nächsten 16 Tage diesmal. Ne? Ja. Ja. Und guten Umsatz. Aber Umsatz heißt ja nicht Gewinn. Ne? Also das absolut muss man auch nicht. Immer im Hinterkopf haben. Da muss man haben. Schon auch ein bisschen rechnen und kalkulieren. Ja, ja. Aber es wird schon, oder? Es wird schon. Wir haben ja viele nette Gäste und dann passt das. Und dann macht das Spaß. Genau. Und Ihnen, Herr van Hoven, mein Kompliment. Sie haben zu jeder Antwort die richtige Frage gewusst. Respekt. Lass ich jetzt so stehen. Und danke fürs Gespräch. Bitte sehr. Das war Menschen in München mit Jörg van Hoven. Menschen in München wurde Ihnen präsentiert von der Legend Akademie.